Moinsen, Leute, und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. So sieht es aus. Wir spielen heute, obwohl ich eigentlich gesagt habe gestern, dass wir auch wieder weiter Einzelspieler spielen wir heute trotzdem online. Ich will es versuchen, ich will es einfach wissen, ob es klappt oder nicht. Bislang ist unsere Online-Serie ja mit einer 11 Siege, 0 Unentschieden, 7 Niederlagen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Trotz alledem möchte ich es heute mit meiner B11 versuchen und ja, gucken wir mal, ob es heute klappt oder eher nicht. Ja, Ziel ist es ja, wie gesagt, irgendwie das alles so möglichst gut auflisten zu können. Ich weiß gar nicht, wie das mit den anderen Möglichkeiten geht. Wir lassen jetzt mal den Gegner, wenn er möchte, in Rot spielen. Außer er möchte das nicht. Wir sagen jetzt dazu ja. Wenn er das jetzt möchte, wie gesagt, wir lassen ihn ja so ein bisschen ziehen. Vielleicht dauert das alles ein bisschen länger. I don't know. Vielleicht will er mir jetzt auch schreiben. Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann ganz ehrlich. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, ne? Also, dadurch, dass wir Zeit haben, ist die Frage im Endeffekt die. Ich hatte jetzt ja einige Zeit mit dem einen oder anderen gesprochen über Ultimate Team, wie das jetzt aktuell läuft, stand jetzt so, ob diese Idee, die ich jetzt habe mit dem der stand jetzt die Überlegung, dass ich Ultimate Team nächste Saison erneut machen kann, sollte, dürfte, müsste, was war das denn für ein langes, egal. Machen sollte, dürfte, müsste. Und wie das alles komplett aussieht. Der Gegner hat eine 81. Der Gegner ist sehr gut aufgestellt, ist ein komplett russisches Team. Das finde ich wirklich gut. Alleine dafür würde ich schon meinem Gegner einen Daumen hoch geben, wenn er ein YouTuber sein sollte. Gegner, komplett russisches Team. Ja, die Idee war jetzt die, die ich jetzt ausführen wollte. Ultimate Team, eventuell nächste Saison bei FIFA 17 für die PS4, falls ich mir den Online-Modus holen sollte. Also zusätzlich den Online-Modus holen sollte. Dann zu sagen, jupp, wir machen das dann auch so, dass ich sehr viele Spieler mir, dass ich sehr viele Sachen mir hole, im Endeffekt über allen möglichen Kram und Weisen, dass wir das so gestalten, im Endeffekt, dass wir hauptsächlich online spielen und dass ich halt für mich selber privat auch zwischendurch mal spiele, dass wir dann auch gut genug Spieler haben, A, B, gut genug alles andere auch haben. Also einerseits A, Spieler haben, B, Münzen haben und alles Mögliche. Also, das wäre so eine Grundidee, klar. Aber andersrum weiß ich nicht, ob ich das jetzt so durchziehen möchte, dass ich privat auch für mich selber mal spiele. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also, dass wir dann sozusagen auch 100er Chemie haben. Dass wir im Endeffekt mit jedem Turnier, was da jetzt ansteht, ausgenommen Turniere, die natürlich mannschaftsspezifisch sind. Das heißt beispielsweise, nutze nur Spieler von Hannover 96. Das ist ja schwierig. Du musst es ja dann wirklich alle Spieler von allen, alles, alle, überall, alles holen. Die Idee wäre ja dann die im Endeffekt, dass wir nicht so die da alles holen, sondern einfach nur grob einfach mal durch. So, grob durch heißt im Endeffekt, dass wir auch so ganz Larifari so Bronze-Packs holen. Also der Blooper Guy zum Beispiel, der hat einfach so viele Bronze-Packs geholt, dass er sich auch wirklich sehr teure Spieler einfach verkauft hat und dafür sich dann Silberspieler geholt hat, direkt auf dem Transfermarkt. Der hat sie nicht gezogen. Hat sie einfach geholt. So, sowas in der Art. Das hatte man mir halt auch gesagt. So, auf der Bank, ganz ehrlich, das sind ja heftige Gegner, heftige Spieler. Aber das passt mal so gar nicht. Gar kein einziger von denen, die ich jetzt auf der Bank gesehen habe, passt ansatzweise auf diese Positionen. Bei uns, wie gesagt, unsere Bank ist im Endeffekt ja zum Ausruhen da, dass die fit sind für die nächste Partie. Also, heute ein Sieg wäre genial. Bei so einem Team mit einer Top-Chemie ist es gefährlich. Und damit herzlich willkommen aus dem schicken Stadion von unserem Gegner. Also, ein Sieg wäre super, ein Unentschieden wäre auch in Ordnung.
Ich habe keine Ahnung, wie der Gegner aufgestellt ist. Am Anfang mit einem völligen Fehlpass anzufangen, ist natürlich schon eine krasse Sache. So, abseits, ja. War eben kurz so, eigentlich im Endeffekt am Beschweren, so von wegen, war abseits, aber das war hauchdünn. Das war hauchdünn. Das darfst du hier nicht vergessen. Ja, stell dich mal davor. Stell dich mal davor, ich schieße hier eh weit weg. Alle, die mich hier kennen, wissen eigentlich, dass ich in der Regel schieße. Und nicht passe. So, jetzt vielleicht! Nein! Ich habe kurz gedacht, Robbie Keane macht hier das 1:0. Aber er hat's nicht gemacht. Er hat's nicht gemacht. Schade. Robbie Keane mit der Chance hier zum 1:0. Wäre genial gewesen, aber man kann nicht immer alles haben. Jetzt vielleicht die Chance hier zum 1:0 für Robbie Keane. Robbie Keane! Und er gibt den Elfmeter! Er gibt ihn doch! Ich habe gerade gedacht, so kurz, gibt er den? Gibt er ihn nicht? So. Wenn er jetzt trifft, sind wir in Front. Er trifft! Er trifft! Er trifft! Er trifft! Er trifft! Und genau so sitze ich hier jetzt gerade auch. Und genau so sitze ich hier gerade auch. Cardoso! 1:0, sechste Minute. Der Torwart in der richtigen Ecke, aber zu weit gesprungen. Wir schießen nie so weit. Es scheint kein Zuschauer zu sein heute. Hätten wir heute beispielsweise Let's Play Big Boss dabei gehabt, der hätte den gehalten. Oder? Nur als Beispiel. Der hätte den gekriegt, der hätte gewusst, weil er hätte wahrscheinlich nicht die richtige Ecke erraten, aber... Oder doch, naja doch, ich denke schon, der hätte den gewusst. Ich denke auch, der Sascha hätte es gewusst. Mal ein Gruß an die beiden, hallo. Für die Unterstützung zwischendurch. So. Ah, schade, ich wollte jetzt eigentlich relativ kurz, kurz fassen, so relativ kurz Passspiel-like machen. So, das war sehr knapp. Es ist zu weit. Es ist zu weit. Schade. Die Idee war eigentlich, dass wir nicht so weit spielen. Und das war jetzt nicht so. Das war jetzt auch nicht so gut. Jetzt die Chance für den Konter. Ja, gut gemacht. Sauber verteidigt. Ja, Köpfe weg. Jetzt sind natürlich die nächste Konterchance. Jetzt zur Führung. Dankeschön. Zum Ausgleich. Entschuldigung. Also der Gegner hellwach, würde ich mal sagen. Und der passt auch hier heftig auf. Also das darfst du hier nicht vergessen, dass der Gegner natürlich kein Bot ist. Gott sei Dank nicht. Das wäre was. Ja. Schiedsrichter lässt gewähren. Ein Foul, was aus meiner Sicht andersrum gewesen war. Und ja, sehr schön. Unser Keeper kriegt den. Perfekt gemacht. Gutes Auge. Oh, ganz gutes Auge auch hier von Didic. Und die Chance! Lattentreffer! Was für eine Torchance hier! Riesenmöglichkeit! Hier zur Führung, zum Ausgleich. Wie gesagt, ich bin immer noch darauf hin, dass irgendwie der Gegner führt gleich. So spiele ich auch gerade. So. Nächste Aufbauchance. Ja, wenn der Schiedsrichter hier nicht im Weg stehen würde, dann hätte es wahrscheinlich besser gelungen. So. Ruhig. Alles hier ganz ruhig anfassen. Alles hier ganz ruhig anfassen. Genau, es wird nicht wärmer gemacht, als es gekocht wird. Ich mit meinen Slogans, ey. Es wird nicht wärmer gemacht, als es gekocht wird. Robbie Keane. Das ist ein Foul. Dies ist ein Foul. Gibt Freistoß. Ich werde den auch bitte wieder genau so spielen. Wenn das jetzt klappt, ist es super. Ah, schade. Die Idee habt ihr gesehen, hoffentlich. Wenn ja, dann ist gut.
Die Idee war eigentlich die, dass wir dahin passen mit dem Bein und der dann weiterleitet. Genau so. So, Robbie Keane. Robbie Keane! Der war schon mal in bessere Form. Und! Oh! Sosa! Mit der Chance hier zur 2-0-Führung. Riesenmöglichkeit hier. Ah, schade. Kopfball richtig geklärt. Ich hatte eben kurz überlegt, so von wegen, ja, der wird er wahrscheinlich wieder dasselbe machen. Hat er auch getan. Und Einwurf. Einwurf für unsere Uniteds. Weil theoretisch, was mir letztens eingefallen ist, wir haben noch keinen Namen für unser Team, ne? Also eigentlich heißt es ja immer United. Aber im Endeffekt, weiß ich nicht. Andere haben ja auch so Namen, so Spurs oder was weiß ich. Wir haben keinen. Letztes Mal eingefallen. Weil letztens hatte mich ja auch jemand gefragt, so von wegen, ja, die Frage wird mir nicht öfter gestellt. Ja, wie werden denn deine Fans genannt? Also gibt es dafür Namen? Also Immun-Fans oder was weiß ich? Immunianer, keine Ahnung. Also ich nenne alle Leute eigentlich. Also soweit. Also da müsste man auch überlegen, ob das irgendwie mal so langsam wir einen Namen finden. Das war grob. Das war extrem grob. Nächste Möglichkeit hier. So, und ja, sehr schön, der geht drüber. Der geht drüber. Ah, Eckball. Ecke kommt, Ecke geht, Ecke bleibt, Ecke darf gehen. Dankeschön. Boah, ey. Riesenchance hier für den Gegner. Aber bitte ohne Sahne. Denn davon werden wir alle nur fett. So, die nächste Möglichkeit jetzt hier. Nächstes Aufbauspiel. Der Gegner sehr aggressiv. Zum Ball hin. Jetzt die Chance! Und der Keeper kriegt den. Der ja das 1:0 im Endeffekt zu verschulden hatte. Durch den Elfmeter. Aber im Endeffekt ein Spiel auf Augenhöhe. So, weg das Ding. Weg das Ding, Einwurf für unseren Gegner. Und Keeper kriegt den und wir lassen uns jetzt auch Zeit. Wir lassen uns Zeit und müssen erstmal gucken, da unten. Ah, schade. Oh, was macht der denn da? So, weg das Ding. Hau weg das Ding. Halbzeit. Dankeschön. Also, wenn das jetzt so bleibt, wie es jetzt ist, bin ich komplett zufrieden. Wir führen hier mit 1:0 durch einen Elfmeter. Ja, muss man jetzt auch wieder jetzt so oder so sehen. Ich finde alles in Ordnung. Der Elfmeter, ja. Da ist die große Frage, ist der auch gut so gewesen? Natürlich, wir haben auch Chancen gehabt. Wir haben heftige Chancen gehabt. Der Gegner hat auch heftige Chancen gehabt. Also, es ist ein hochdramatisierendes Spiel, was ich, denke ich mal, mit meinen eigenen Kommentaren zerstöre oder sowas in der Art. Egal, wir gucken mal weiter. Die 42 Minuten gehen, können weitergehen. Ich habe schwitzige Hände, das hört man jetzt gerade eben. Das war jetzt eben, dass ich die eine Hand an die andere gerieben habe und man merkt, dass das schwitzig ist. So, andersrum, das habe ich auch gegen eigentlich jeden anderen, wenn er menschlich ist. Oder auch nicht. Je nachdem. So, nächste Möglichkeit. Schiedsrichter sagt Vorteil, lange Zeit und hat dann den Freistoß. Ja, das wird er wahrscheinlich auch gesehen haben. Wenn wir in die andere Richtung spielen. Ja, und dann geht er natürlich ran. Ja, ja, okay. Passt schon. Danke. Gut vorbeigegangen. So, nächster vorbeigegangen und es gibt keinen Eckball. Der war zu schwach. Der hätte ein bisschen doller sein müssen. Dann wäre der wahrscheinlich auch in Richtung Eckfahne gegangen. Oh, der Ball, den kriegt er nicht. Ich dachte eigentlich hat er ihn. So, Foul! Schiedsrichter gibt Foul! Freistoß!
Na komm. Ja, perfekte Parade, Dankeschön. Also da ist unser Keeper heute richtig top drauf. Natürlich muss er sich heute auch beweisen, unser Torwart. Schließlich geht es ja auch um, dass derjenige, der ins Tor kommt, also Rufiers, er hat wirklich sehr glanzvolle Paraden, Dankeschön. Den kriegt er. So, bei Rufier macht das wirklich gut auf seiner Position. Na, schade. Eigentlich war die Idee eben, das zu machen, was eigentlich normalerweise alle anderen machen. Nämlich einfach mal durchzusprinten. Ah, sehr schön. Super gemacht. Super dazwischen gegangen, Williams. Ah, schade. So, jetzt nach außen wieder. Jetzt gucken, wieder beobachten. Wo kann man den Ball hin? Jetzt die nächste Chance hier zum 2:0. Und den kriegt er noch. Den kriegt er noch. Also kein sicher geglaubtes Tor, natürlich nicht. Aber den kriegt er noch. So, Ecke. Klassisch, wir stellen alles wieder hier dicht. Sehr schön, genau da will ich ihn haben. Und, ah, schade. Und der kriegt den. Es ist so unfassbar. Jetzt kann er natürlich durchspringen. Jetzt kann er natürlich kontern. Und hau weg das Ding. Na. Oh, gut gestoppt. Jetzt die Chance hier zum Ausgleich. Nach einer Stunde. Also das ist wirklich ein Augenhöhe-Partiespiel. Also wenn der, weiß ich nicht. Also, es ist unfassbar. Richtig gute Parade von unserem Torwart. Also das ist wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Jetzt die nächste Chance hier. Eckball sehr kurz getreten. Das ist auch keine schlechte Idee, aber bei mir ist es eine schlechte Idee. Das ist keine gute Option, mich da hier auf Kurzpassspiel zu spielen. Jetzt die nächste Möglichkeit mit einem Laufduell. Können wir das Laufduell gewinnen? Wir können das Laufduell gewinnen, das ist echt unfassbar. Ah, schade. So, die Spieler liegt am Boden, müssen wir hier, oh, den müssen wir hier nicht, oh, da müssen wir nicht hier, oh, 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 oh je, Mini, also, das ist echt, es ist echt unfassbar. So, Torwart läuft raus, das ist natürlich extrem gefährlich, aber es hat geklappt. Na, geht dran vorbei, macht das super. Und nächster Einwurf. 66. Minute. Spannung pur. Ah, kann ihn klären, aber das gibt Einwurf für den Gegner. Macht das gut. Macht das souverän. Ja, wir müssen das jetzt hier mit Kurzpassspiel versuchen. Online-Kurzpassspiel ist, glaube ich, nicht die richtige Option. Aber so schon. Ah, hätten wir anders rumgehen müssen. Foul, Schiedsrichter sagt Vorteil. Foul, Schiedsrichter gibt immer noch den Vorteil. Jetzt gibt er ihn immer noch. Es ist unglaublich. Er lässt dir Vorteile bis zum Geht nicht mehr gefeiern. So, Torwart läuft raus. Ganz gefährliche Sache, wie gesagt. So, und jetzt zurück in die Mitte. Aber der Spieler läuft zu weit. Er läuft zu weit, jetzt aber trotzdem. Turan. Turan mit der Chance. Ah. Riesenchance. So, jetzt der Gegner. Konter. Kriegt er den Konter. Den kriegt er. Den kriegt er. Den kriegt er. Und es gibt... Ecke, Abstoß, Ecke, Abstoß, Ecke. Eckball geklärt. Aber nicht wirklich. Ah, der kommt da Rückler rein.
Oh je, oh je, oh je. Oh, gut gemacht. Jetzt die Chance. Hier, Zumpf! Ausgleich! Es ist echt eine Partie. Eigentlich im Endeffekt beide nichts am Können. Und beide mit extrem viel Pech. Oh Gott, ey. Unsere Nummer 11 hat hier so viel zu tun. Wenn der nicht später der Held des Tages wird, wer dann? Einwurf. 81. Minute. Foul, Freistoß. Kleine versteckte Fouls. Williams mit der Flanke und Kopfball und geht knapp daneben. Es ist genau diese Partie, die ich eben meinte. Gelingt den Kopfball, Weltklasse. Ah, schade. So, jetzt gucken wir mal, was machen wir. Ah, schade. Natürlich, der Gegner jetzt mit Risikospiel, ja, macht das gut. Geht da schön dran vorbei, jetzt die Chance hier. Ja, macht das auch gut, macht das alles super. Müssen wir auch loben, der macht das wirklich gut. Er hat einfach nur Pech. Und das ist eben das, was dann der Unterschied dabei ist. Der hat einfach nur Pech gehabt am Anfang der Partie. Sonst wäre dieses Spiel 0-0 ausgegangen. Da kann ich mich festlegen. So, lange Bälle, weg damit. Also... Oh, da geht er vorbei. Chance. Dankeschön. Und Einwurf. Und Einwurf für uns. Und donner ihn weg. Dresch ihn so weit, wie es nur weggeht. Dresch ihn einfach so weit, wie es nur weggeht. 1-0. Wenn das Ding ist, ist es voll gut. Jawohl, 1-0 gewonnen. 1-0 per Elfmeter. Das müssen wir alle im Endeffekt eigentlich nur so honorieren. Es ist im Endeffekt wirklich dieses Spiel ein reines Unentschieden-Ding gewesen. Und ganz ehrlich, ich finde es so in Ordnung. Der Gegner versteht die Welt nicht, aber wir haben hier einen Sieg geholt, 3 Punkte sind im Sack mit unserer B11, mit unserem glücklichen, im Endeffekt, Händchen, dass wir, ja, einerseits der Gegner keine Tore geschossen hat, wir keine Tore geschossen haben, wir durch diesen Elfmeter im Endeffekt Glück hatten, dass wir das Ding gewonnen haben. Also, eigentlich dieser Faktor, genau dieser Faktor, dass wir das Ding verwandelt haben, ist im Endeffekt dann der Schlüssel allen Übels gewesen. Spieler des Tages ist natürlich unser Torwart, ganz ehrlich, wie ich ja schon 20.000 Mal in diesem Let's Play gesagt habe. Natürlich kann der Held des Tages der Torschütze sein, klar. Aber wenn hinten alles dicht hältst, dann kann es auch als Torwartspieler des Tages sein. So, auch heute. Wir kriegen 708 Coins. Liegt einfach daran, wegen dem 200er Boost. Und wir haben 9 Punkte. Das heißt, nur noch 6 Punkte fehlen in 6 Spielen. Das heißt, 6 Mal unentschieden und alles ist paletti. Das war eine aufregende Partie. Ich hoffe, euch hat diese Aufregung genauso gefallen wie mir. Und ich hoffe, dass morgen alles wieder besser wird oder noch genauso läuft. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht niemand. Deswegen, bis morgen. Ciao.